Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Im letzten Video war ich in der Schlucht des Tarns und heute geht's in die Provence. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu. Mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ihr seht, ich bin immer noch hier in Frankreich und zwar in der Nähe von Saint-Denis. Der Platz ist jetzt nicht schön, da stehen noch ein paar andere Wohnmobile und Autos. Aber ich habe gut geschlafen und heute geht's weiter in die Provence. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bitte schaut euch mal mein Auto an. Ihr seht, ich bin Offroad gefahren. Ich verlasse jetzt die Schlucht des Tarns und es geht weiter Richtung Le Beau, eines der schönsten Dörfer in Frankreich. Es geht los. Tschüss, du schöner Le Tarn Canyon. Jetzt geht's erstmal Richtung Nîmes und dann in die Provence. Ich bin raus aus dem Canyon. Wow, war das anstrengend. 2 Tage lang Kurven fahren. Ja, ich bin jetzt hinter Allee und wollte eigentlich Richtung Nîmes. Aber da ist ein richtig fetter Stau von 30 Minuten. Das Navi hat mir jetzt einen anderen Weg vorgeschlagen, den nehme ich. Ich bin ungefähr 60 Kilometer vor Avignon und das Ganze sind jetzt noch 76 Kilometer, die ich fahren muss. Aber es ist nicht mehr so anstrengend. Juhu! Landschaftlich gesehen finde ich die Provence wirklich, wirklich schön. Da hat es sich für mich persönlich wirklich gelohnt, hierher zu fahren. Ich bin in der Provence, kurz vor dem Dorf Le Beau und hört mal. Geil, oder? Ja, wie eben schon gesagt, bin ich kurz vor Le Beau. Ach, ich sehe schon, wir rollen das Ding jetzt von hinten auf, aber ich sehe die Autos schon da parken. Mal gucken, ob ich das hinkriege. 1 Stunde, 5 Euro. Okay, dann muss ich mich beeilen. War jetzt gar nicht so schwer, hab mein Ticket. Als ich meine Karte reingesteckt hatte, meinte er, warten Sie mal. Hat er erkannt, dass ich Deutsch spreche. So, Werner ist in Parking Position und jetzt bei 33 Grad da hoch. Seht ihr, da oben ist schon das Schloss. Nee, nicht das Schloss, das Dorf. Oh, hat was mit Grimaldis zu tun hier. Ganze aus. Ich bin jetzt hier nach vorne und jetzt gehe ich hier einmal quer durch und dann kann man auch das Schloss besuchen. Also hier scheint die Bonbonniere zu sein. Hier gibt es mega viel Süßkram zur Auswahl. No. Okay. Ich probiere Englisch? Ja. Okay, you wanna try some crackers? Okay. Red pepper, black olive and goat cheese. Schmeckt gut, der Keks. Schmeckt ein bisschen nach Olive. Ja, naja, hier kriegt man halt alles überteuerte Sachen aus der Region, die man wahrscheinlich beim Bauern viel günstiger erhält. Bonjour. Das ist ein Seifenladen und das ist jede Farbe eine andere Seife. Oh, krass! Also die in dem Laden ist so ein Seifenladen, die ist ein bisschen unfreundlich. Erst kam eine Dame mit Eis rein, die hat sie sehr unfreundlich gebeten, wieder rauszugehen. Und ich habe mir den Google-Übersetzer angemacht, weil ich wissen wollte, welche Inhaltsstoffe in der Seife sind. Und dann hat sie gesagt, ich soll bitte rausgehen, hier darf man nicht telefonieren. Okay, nichts verkauft, Pech gehabt. Wer weiß, die hat bestimmt schlecht geschlafen.
Schauen wir mal hier über den Gartenzaun. Das ist der weiße Laden. Hier ist alles in Weiß. Keramik, aber dieses Bunte gefällt mir mal nicht so gut. Obwohl dieses Kännchen ist ja niedlich. Eis gibt es auch. Eine Kugel 3 Euro, zwei Kugeln 5 Euro und drei Kugeln 7 Euro. Oh, wenn ihr riechen könntet, wie das hier duftet. So ist das. Jetzt habe ich meine Seife und meine Andenken für die Familie gekauft. Ja, und wer hier so Mauern und so sehen will von früher, der kann auch hier Eintritt zahlen und ins Schloss gehen oder hier oben ein bisschen umher wandern. Was für ein Ausblick, das liebe ich so an der Provence. Oh, hier liegen die Ahnen, ein uralter Friedhof. So, ich habe mir hier noch so ein was zu essen geholt, weil das nächste Dorf ist wieder eine halbe Stunde weiter weg. Und mein Fazit, es ist viel zu touristisch. Es ist wirklich schön, das Dorf, von den Bauwerken her, und aber wirklich viel zu touristisch. Da hat mir das Dorf in dem Canyon viel besser gefallen, weil da bin ich alleine durch die Gassen gegangen, und das ist genauso wie dieses hier, eines der schönsten Dörfer Frankreichs. Geht's weiter, 29 Kilometer in ein Dorf, wo es Lavendel geben soll. Wahrscheinlich ist der aber schon verblüht. Mein nächstes schönstes Dorf in Frankreich heißt Gort, und wie es mir gefallen hat, das könnt ihr nächste Woche sehen. Bis bald, tschüss.